Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu Ship a Graveyard Simulator. Und wie der Name, oder wie vielleicht welche besser Englisch können als ich auch schon sagen wird, ist, hier geht es um Schiffsfriedhöfe. Hier werden nämlich Schiffe ausgeschlachtet und das machen wir. Bevor es losgeht, natürlich wieder einmal die Optionen. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Ton, da können wir zum Beispiel eins die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ja. Ja, so, machen wir so nebenbei, klimpert so ein bisschen, wir haben die Steuerung an sich, das lassen wir mal so, die Sprache ist auf Deutsch eingestellt, alles wunderbar, also legen wir los, mal gucken, was uns hier erwartet, ein neues Spiel, neuer Slot, wir machen erstmal normal. Ui, das sind viele Schiffe. Okay, Schiffe sind ein wichtiger Spielplatz. An ihnen gibt es viel zu zerstören, du kannst auch viele Geheimnisse entdecken. Entdecke, untersuche die verlassenen Schiffe sorgfältig, da du auf ihnen eine Menge Material finden kannst. Deck, Wohnbereich, Maschinenraum. Es gibt viele Orte zu entdecken. Nutze dein Auto, um schneller voranzukommen. Schrott, demoliere alles, was du kannst, von der Verschrottung einfacher Fässer oder Rohr bis hin zu massiver Motoren. Im Spiel findest du eine große Vielfalt an Materialien, von gewöhnlichem Stahl bis Kupfer, Silber und Gold. Wähle mit Bedacht, denn du hast nur begrenzten Platz zu deinem Inventar. Ah, okay. Gut, da sind wir also. Sehr einfach gehalten, die Grafik, aber trotzdem Unreal Engine ist ein bisschen gegeben, ist ganz hübsch. Das ist unser Auto. Können wir auch mit den Leuten hier reden? Hi! Ah, hier können wir Sachen kaufen. Marktpreis. Ah, und hier können wir Sachen kaufen und verkaufen. Was hat er hier? Händler für Werkzeuge. Okay. Haben wir eigentlich überhaupt Geld jetzt hier? Zu wenig Geld. Okay. Wir müssen ein bisschen anders anfangen. Gut, dann legen wir mal los, wa? Wir steigen mal in unser Auto hier ein. Ach, hier. Und dann gehen wir mal, ja, gute Frage, zu dem hier am Essen, wa? Ist jetzt nicht weit gewesen, aber egal. So, was haben wir denn hier? Erstmal haben wir hier Kupfer. Aufheben. Also erst einmal umgucken, bevor wir wahrscheinlich alles abbauen. Obwohl eigentlich ist es auch egal, wa? Wenn wir es vorher abbauen. Was können wir eigentlich überhaupt? Ach, springen können wir auch, wollte gerade sagen. Ach, da hinten müssen wir hin. Gut, demontieren, frohes Zerstören, alles klar. Das heißt, ah, hier. Okay. Zerstört. Ah, und dann können wir hier alles aufheben. Okay, das ist natürlich simpel. Einfach. Okay, das bringt hier gar nichts. Hey, wer bist du denn? Ach, die können wir engagieren. Annullieren. So, was kann ich hier noch kaputt machen? Okay, das nicht. Ach, jetzt sollen wir Material einfach. Ah, okay, gut, ich verstehe. Erst einmal Tortilla. Wir sollen erst mal das Material natürlich jetzt hier verkaufen. Hallöle. Ich bin's wieder. Der Typ von gerade eben. Können wir auch mehr aus. Ah, nee. Warte mal. Ach, hier, okay. Und dann, ach, gedrückt halten. So, haben wir jetzt Geld gemacht? Kaufe dir ein Sägeblatt. Ah, okay, jetzt geht's langsam ab, ja. Jetzt haben wir nämlich $50 gemacht. Hallöchen, guter Herr. Das brauche ich. Das heißt, ah, hier.
Okay, wo müssen wir jetzt hin? Punkte im Fähigkeitsbaum. Wo ist es? Hier. Ah, okay. Machen wir das hier. Wie viele Punkte habe ich denn? Ah, nicht genügend. Okay. Jo, das haben wir auch. Bestelle ein Schiff. Ich soll ein Schiff bestellen? Gut. Und wo? Ah, hier. Ah, das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal Geld sammeln. Okay, wie kamen jetzt die Grundkenntnisse? Das heißt, wir können jetzt einfach mal, warum auch immer, ein Schiff bestellen. Wahrscheinlich, um auf die anderen Schiffe zu kommen. So, das heißt also, wir benutzen das mal hier. Gut, da passiert gar nichts. Was kann ich denn hier kaputt machen? Wie mache ich denn hier Sachen kaputt? Also. Mal den einzelnen Krieg. Ah! Gut, warte. Ah! Und jetzt? Aha! So, was bleibt da mit den kleinen Stücken jetzt übrig? Dein Ernst? Das ist ja vollkommen dämlich. Okay, aber wir haben immerhin schon mal was gefunden, was wir kaputt machen können. Aber es ist entspannt, ganz ehrlich. Also, könnte schlimmer sein. Gut, guck mal, hier haben wir noch ein paar Sachen, die liegen hier rum. Gut, dann würde ich mal sagen, verkaufen wir die hier und holen dann von den 100 Dollar ein Schiff, was sie reservieren. Was auch immer. Ach, guck mal, der geht ja jetzt hier nicht, wa? Was ein bisschen kurios ist. Was ist aber jetzt eigentlich? Ich wechsle mal hierzu. Komischerweise kann ich hier nochmal rumsägen. Ich verstehe nicht, wie ich da nochmal rumsägen kann. Fällt was runter? Nee. Ah, okay, gut. Dann ist es einfach nur mal so. Ich aber mit dem Hammer ran. Guck mal, hier können wir wieder damit ran. Probieren wir es mal wirklich hier am äußersten Zipfel. Hopp, Anschnitt. Und Anschnitt. Oh, guck mal. Jetzt sind wirklich sechs dabei rausgekommen. Also, wir müssen natürlich so lang wie möglich. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch genügend davon. Das herausschneiden. Das können wir aufheben. Was können wir hier mitmachen? Ah, okay. Also richtig Rock'n'Roll-Musik hier. Gut, ich würde mal sagen, komm, wir probieren das mal zu verkaufen. Ja, es ist halt ein ordentliches Looten jetzt hier. So. Oh, guck mal, da kommt ein bisschen was zusammen. Holla die Waldfee. So, jetzt kann ich mit 100 Dollar doch eigentlich bestimmt mir so ein Schiff reservieren oder was auch immer. Reservierung realisiert. Das Schiff wird um 8 Uhr geliefert. Du findest es am Strand. Aha. Okay.
Okay, haben wir also gemacht. Warte auf das Schiff, das heißt um 8 Uhr nächsten Tag. Wir können also quasi eigentlich noch weiter hier looten oder wir können natürlich dann schlafen gehen. Wir machen natürlich mal hier weiter. Und dann würde ich mal sagen, jetzt klein Ansporn, in der zweiten Folge geht es dann aufs Schiff. Wir gucken mal hier. Also wie gesagt, Querstreben sind ganz gut zum Sägen. Wir können mal gucken, ob wir noch die nächstes Werkzeug herunterladen können. Herunterladen, sage ich schon, kaufen können. Also ein kleines Auge müssen wir hier schon beweisen. Hier können wir, glaube ich, gar nichts machen, wa? Nee. Mal, hier liegen überall irgendwelche Sachen noch rum. Oh. Hier. Rostiger Stahl. Geil. Das sah aber nicht mehr so rostig aus, um ehrlich zu sein. Haben wir noch irgendwas hier zum Sägen? Das wäre mal wieder nicht schlecht. Öl haben wir. Wieder Stahl. Aber hier irgendwas Schönes. Die holen wir uns doch mal. Können wir mal gucken gehen, ob wir das neue Werkzeug da holen können. Das war ein Dietrich gewesen, wa? Guck mal, hier haben wir noch was Schönes. Hier ist noch was Schönes. Stahl. Also Kupfer und Stahl, das finden wir jetzt hier alle so. Aber mehr eigentlich auch nicht. Wo war das Auto gewesen? Ach, da hinten. Wir nehmen natürlich noch ein bisschen was mit hier. Gusseisen, stimmt, das hatten wir auch gehabt. Hier haben wir wieder ein bisschen Kupfer. So, jetzt auch der Rucksack, glaube ich, voll. Das gehen wir mal zu den Händlern hier. Wow, immerhin, immerhin. $250. So, was hattest du noch im Angebot? Stimmt, ein Dietrich für 400. Shop-Upgrade für 800. Und, und wir müssen hier mit Rohstoffen auch noch auffüllen. Ah, supi. Muss sich aber hier lohnen. Kann ich mit denen hier reden? Nee. Wo kann ich hier rein? Das sind aber auch Hütten. Stucklich gemacht. So, das sind Arbeiter, die können wir halt quasi einkaufen. Beute, Benzin und sowas. Alles okay, alles klar. Muss sich ja irgendwie auch wahrscheinlich lohnen. Das könnte man mal gucken in der zweiten Folge. Ansonsten, ja, putzig irgendwie gemacht, würde ich mal sagen. Wir haben unser Auto hier. Was haben wir mit den Fässern hier eigentlich? Ah, Stück Gepäckfach. Wir können da Sachen reinpacken. Aber das können wir übrigens mal nehmen. Komm, fahr mal eine Runde. Kann man ein paar Rohstoffe hier einsammeln, wenn wir irgendwas finden. Ach, guck mal, Level 4 sind wir aufgestiegen. Ich will mal was gucken. Wir könnten mal bei den Fähigkeiten vorbeischauen. Wir können den Hammer einfach mal. Hammer Geschwindigkeit, okay. Hammer Schäden. Ah, und dann kriegen sie Equipment Slots, okay. Können wir, glaube ich, noch nicht machen. Wir machen mal hier und hier und hier und hier. Oh, fast! Sprich, wir können jetzt hier ein bisschen schneller zuhauen. Ist ja auch nicht schlecht. Aber müssen wir uns mal gleich mal angucken. Das muss er hier gleich abgehen. Wie Schmitz Katze. Ja. Geht schon mal ein bisschen schneller auf alle Fälle.
So, zum guten Schluss jetzt nochmal dieses wunderbaren, sehr monotonen und einseitigen Spiels, Chip Graveyard Simulator. Man könnte jetzt meinen, ich könnte mich jetzt verabschieden und wir sehen uns in der zweiten Folge wieder, aber ich habe es ja gesagt, es kann mitunter darauf hinauslaufen, dass wir hier wirklich nur einen Test und eine Bewertung machen von einem Spiel und schauen werden, ob es sich denn eigentlich tatsächlich lohnt. Wären wir jetzt noch im Jahre 2018 bis 1920? Denn wäre alles doch in Ordnung. Da könnte man sagen, okay, auf den Konsolen, gerade hier auf der Xbox, sind Simulatoren doch sehr ziemliche Mangelware. Aber aktuell seit 2021, besonders jetzt dieses Jahr 2022, haben wir en masse an wunderbaren Simulatoren reinbekommen. Die sieht man mitunter auch auf meinem Kanal. Die können einfach von sich behaupten, ja, dafür kann man wirklich gerne, wie hier bei Shift Graveyard Simulator, 20 Euro ausgeben, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und ihr habt ein Spiel, was auf alle Fälle länger hält als eine halbe Stunde. Und das ist das große Problem. Shift Graveyard Simulator wiederholt sich permanent. Es wird natürlich dann irgendwann vielleicht ein Ticken größer, aber, und ihr habt mehr Möglichkeiten, aber es wiederholt sich doch irgendwie sehr stark. Dazu braucht es auch kein großes Tutorial, weil das Tutorial erklärt das Spiel in voller Länge und im Ganzen. Und deshalb für mich persönlich, vielleicht für jeden eine Kaufempfehlung, der sich wirklich gar nicht großartig beschäftigen möchte bei einem Spiel, sondern einfach nur looten möchte. Es ist ein reines Loot-Spiel, nur damit ihr eigentlich gar nichts damit machen könnt. Ihr sammelt und sammelt und sammelt und im Nachhinein ist das, was ihr damit machen könnt, eigentlich fast null und nichtig im Vergleich zu dem, was ihr jetzt eingesammelt habt. Ich möchte da, wie gesagt, niemandem vorschreiben oder erklären, wie er oder was er für Spiele zu spielen hat oder so. Das ist mir vollkommen vermessen, aber ich würde tatsächlich die 1999 oder die 1499, je nachdem, wie es gerade im Angebot ist, wirklich selber in der Hosentasche stecken lassen und für andere Sachen gerne ausgeben. Ich zumindest bin froh, dass ich das Spiel jetzt auch mal testen konnte und dementsprechend auch mein Geld da wieder zurückholen konnte. In diesem Sinne, Freunde der guten Laune, macht's gut! Auf Wiedersehen, euer Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.